Ja, wir hoffen natürlich, dass wir das historisch beste Ergebnis in Salzburg schaffen. Das wären über 20%. Und ich wäre eine schlechte Spitzenkandidatin, wenn ich nicht auch um Platz 1 kämpfen wollen würde. Und das wollen wir. Und ich bin guter Dinge, dass wir der ÖVP da auch sehr gefährlich werden. Ja, das Thema Wohnen, das ist seit Jahren eine riesengroße Baustelle. Natürlich das Thema Gesundheit. Wir haben seit Jahren Probleme im Ärztebereich. Wir haben einen Ärztemangel, wir haben einen Pflegemangel. Und man erklärt uns eigentlich immer, man tut zu viel, nur merken tut man es halt nicht. Und das Thema Teuerung steht natürlich ganz oben drüber. Salzburg war vorher schon sehr teuer und jetzt wird es schon langsam unleistbar. Also diese drei Dinge müssen auf alle Fälle Priorität haben. Also es ist unglaublich, was da für Hoffnung und für Stimmung drinnen ist. Und auch ich glaube daran, dass unsere Marlene den ersten Platz erreichen kann, weil genau das ist es, was Salzburg braucht, eine Landeshauptfrau Marlene Svatzek. Die Marlene hat ein ganz feines Gespür für die Leute und gleichzeitig ein Kämpferherz. Und genau das ist die Mischung, die es braucht, damit dann wieder endlich Politik mit Hausverstand gemacht wird. Ich finde die einfach super, die Frau. Ich weiß nicht, die hat Power, die ist einfach ehrlich und ich finde sie toll. Die Marlene spricht einfach die einfache Bevölkerung an und ich habe einfach bei ihr nicht das Gefühl, dass sie irgendwelche Interessenskonflikte hat. Ja, und das ist einfach so wichtig in der heutigen Zeit. Und weil sie in den letzten Jahren immer bewiesen hat, dass sie Haltung bewahrt hat und ihr Wort gehalten hat. Und sie ist einfach bürgerlich am Boden geblieben gegenüber von Haslauer. Da fällt es ganz weit. Ich glaube, dass sie endlich einmal was weiterbringt. Mir ist die Marlene voll sympathisch. Absolute Bauerfrau, hat super geredet. Perfekt.